Herr Dr. Haller ist besetzt. Wie Sie meinen. Sagen Sie, wir können das Ganze auf dem Pult ausschreiben. Fürste Atomhainis, Schweiz bedroht. Frau Althaus? Ja. Haller. Grüezi. Grüezi. Sie kommen wahrscheinlich wegen dem Vorfall in der Abfallverwertungsanlage. Genau. Darf ich? Bitte. Aber wissen Sie, wenn Sie das Gerät schon angeschaltet haben, dann möchte ich doch noch sagen, dass sich das PSI bei weitem nicht nur um radioaktive Abfälle kümmert. Unsere Haupttätigkeit ist die naturwissenschaftliche Forschung und ihre Anwendung. Und eben wegen heute. Genau. Was Sie da sagen, das stimmt überhaupt nicht. Der heutige Zwischenfall hat mit Abfall aus Kernkraftwerken nichts zu tun. Es geht um radioaktive Leuchtfall. Der Herr Girard von der NAGRA kommt mit uns mit. Keine Kontamination. Bitte durchgehen. Und wer zahlt für all das? Sicher der Steuerzahler. Nein, der Verursacher. Auf Abfall, die bei uns angeliefert werden, wird die Gebühr erhoben. Und Stromkonsumenten zahlen einen Rappen an die Entsorgung pro Kilowattstunde Strom aus Kernkraftwerken. Es geht also doch um Atomstrom. Herr Althaus, die Schweiz hat sich 1969 für Kernenergie entschieden. Oder für den Atomstrom, wie Sie das nennen. Darum egal, was wir in Zukunft daran ändern, wir müssen mit den Abfällen, die sich in den letzten 40 Jahren angesammelt haben, umgehen. Bitte. Hier behandeln wir schwach- und mittelaktive Abfälle aus Medizin, Industrie und Forschung. Ebenso wie die von heute. Sie werden zuerst sortiert und falls radioaktiv zusammengepresst, mit Zement vermischt und in Fässer abgefüllt. Das schirmt die Strahlung ab. Und da werden schwach- und mittelaktive Abfälle aus Medizin, Industrie und Forschung zwischengelagert. Die Halle hier ist Ende der 90er Jahre gebaut worden und wird bereits 2013 voll sein. Der zweite Lager ist in der Projektphase. Da kommen natürlich noch die Abfälle aus den Kernkraftwerken. Aber die lagern nebendran in der Zwielag. Und das ist alles sicher? Ja, das ist sicher. Wissen Sie, Frau Althaus, die Herausforderung liegt doch nicht darin, dass man radioaktive Strahlung abschirmen kann. Nicht? Nein. Die Herausforderung ist doch, dass man die Abfälle so lange von unseren Einflüssen schützen kann, bis sie ihre Radioaktivität verloren haben. Gut, das kann natürlich Hunderttausende von Jahren dauern. Genau. Ja, sie haben ja doch ein bisschen recherchiert. Und Sie haben ja heute gesehen, was passiert, wenn man mit Abfall falsch umgeht. Produzieren durch radioaktiven Abfall. Um die 40% vom Strom, den wir in der Schweiz produzieren, kommt aus Kernkraftwerk. Darum ist es einfach unsere gesamtgesellschaftliche Verantwortung, die Lagerung von radioaktivem Abfall sicher und nachhaltig zu lösen. Und die Lösung gibt's. Das Tiefenlager? Ja. Ein Lager tief unter der Erdoberfläche, wo man die radioaktiven Abfälle jahrtausendelang sicher aufbewahren kann, bis sie ihre Radioaktivität verlieren. Judith, was ist mit der Story von dieser Abfallverwertungsanlage? Das ist der Aufhänger. Hast du selber gesagt, wir sollen Themen setzen. Ich garantiere dir, alle anderen bringen es unter vermischte Meldungen und verpassen die grössere gesellschaftliche Dimension der Story. Also gut. Machen wir's. Auf die Front. Okay, Andi. Können wir eine Grafik zum Thema basteln? Blecki, ich brauche den Kasten. Ist unterwegs. Schön und gut. Aber wie visualisieren wir die Zeitachse für den Zerfall von dem radioaktiven Abfall?
200'000 Jahren, das kann sich kein Mensch vorstellen. Wie wäre es mit einem Vergleich? Das Leben auf der Erde gibt es seit ungefähr 500 Millionen Jahren. Angenommen, das wäre ein Tag, entsprechen 200'000 Jahre ca. 35 Sekunden. Also verschwindend kurz. Oh, da hat ja ein paar Rechner gelernt. Mal, das gefällt mir. Pizza für John Althaus. Nicht ganz. Was macht's? Stimmt so. Messi. Da ist zuerst Glas, dann Metall. Und dann eine Schicht von einer speziellen Art Ton, der Opalinuston. So kommt keine Radioaktivität aus dem Stollen vom geologischen Tiefenlager. Und obendrauf hunderte von Meter Gestein. Das heisst einfach ab unter den Teppich mit dem ganzen Zeug. Langfristig ist es unter dem Boden sicher besser, als wo die Abfälle jetzt lagern. Was? Du, ich bin auch keine Forscherin. Ich weiss nur, dass es auf der Erdoberfläche allein in den letzten 100 Jahren x Krieg gegeben hat. Die Gesellschaft verändert sich dauernd. Der Untergrund ist im Gegensatz dazu stabil. Der Opalinuston ist während 180 Millionen Jahren konstant. Nicht schlecht. Gute Grafik. Ab in den Rock damit. Tschüss. Tschüss. Radioaktive Abfälle müssen von unserem Lebensraum isoliert werden, solange sie für uns schädlich sind. Ein geologisches Tiefenlager ist dazu der richtige Weg. Es ist wichtig, dass wir uns dieser Debatte stellen, denn die Abfälle sind bereits da. Alle von uns tragen Verantwortung für die sichere Endlagerung von radioaktivem Abfall. Für das Wohl der Menschen, die nach uns kommen. Das ist keine Frage, ob Atomstrom ja oder nein.